So, grüß Gott zusammen. Ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen in Ulm in der unteren Donaubastion, einem Festungswerk aus dem 19. Jahrhundert, das unter Denkmalschutz steht und wo ich Sie einladen möchte, dass wir uns das die nächste halbe Stunde lang zusammen ansehen. Mein Name ist Stefan Uhl, ich bin bei der Stadt Ulm zusammen mit meiner Kollegin Frau Kühne für den Denkmalschutz zuständig und in diesem Rahmen haben wir auch immer mit dem Tag des offenen Denkmals zu tun. Der wird ja jedes Jahr seit über 20 Jahren von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bundesweit koordiniert und letztes Jahr hatten wir hier in Ulm die bundesweite Eröffnungsveranstaltung. Das war für uns sehr viel Arbeit, aber es hat anscheinend so gut geklappt, dass man uns dieses Jahr verurteilt hat, eine von vier Live-Führungen zu machen, mit denen die Deutsche Stiftung Denkmalschutz diese Veranstaltung bewirbt. Dieses Jahr ist es nämlich so, dass die Veranstaltung nicht vor Ort stattfindet, die Einzelveranstaltungen, sondern wegen Corona das Ganze digital, virtuell stattfinden muss. Und da gibt es neben vier bundesweit ausgestrahlten Einzelführungen, gibt es eine ganze große Reihe von Programmpunkten, die Sie im Internet finden, wo engagierte Denkmaleigentümer mit einem Videofilm oder einer Präsentation auf ihr eigenes Denkmal hinweisen und ihnen die Möglichkeit geben, einen Blick hinter ansonsten verschlossene Mauern, Türen, Fenster und Tore zu werfen. In Ulm beispielsweise gibt es aber auch Präsenzveranstaltungen als Ausnahmefall, etwa am Voroberer Kuhberg, das ist auf der ganz anderen Seite der Stadt, wo der Förderverein Bundesfestung Ulm und das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg interessante Befunde, Berichte zum Festungsbau in Ulm und zur Zeit des Konzentrationslagers auf dem Oberen Kuhberg bieten. Dort können Sie nach entsprechender Voranmeldung ebenfalls teilnehmen. Ich möchte Ihnen hier die sogenannte untere Donaubastion zeigen. Die kennen die Ulmer in der Regel unter dem Namen Pionierkaserne. Das ist ein Festungsbauwerk aus dem mittleren 19. Jahrhundert, das 1845 bis etwa 1855 errichtet wurde. In dieser Zeit hat der Deutsche Bund, der Vorläufer des Deutschen Reiches, eine ganze Reihe von groß angelegten Befestigungsanlagen gebaut, um das Gebiet des Deutschen Bundes gegen Westen, gegen die Franzosen zu sichern. Und man hat eine ganze Anzahl von Festungen dem Rhein entlang errichtet und eine Festung im Hinterland, nämlich Ulm. Das sieht auf den ersten Blick ein bisschen abgelegen aus, aber der Gedanke dabei ist, dass ein Feind aus dem Westen ja nicht direkt über den Rhein kommen muss, sondern dass er auch über die Schweiz von Süden her nach Süddeutschland einfallen kann. Dann läge Ulm wirklich im Weg, im Aufmarschweg eines von Süden her eindringenden Feindes. Und das andere ist, 50 Jahre vorher, im Zuge der Napoleonischen Kriege, war Ulm ja schon einmal ein wichtiges und entscheidendes Kampfgebiet. Viele von Ihnen haben vielleicht einmal von der Schlacht bei Elchingen gehört. Danach wurde dann Ulm als Festung auch belagert und von den Franzosen sehr schnell genommen. Und da hat man sich wahrscheinlich schon gewünscht, dass es doch eine ganz gute Sache wäre oder gewesen wäre, in Ulm eine wirklich standhafte Festung zu haben. Denn Ulm liegt eigentlich auf direktem Weg zwischen Paris und Wien, den wichtigsten Städten ihrer Zeit. Also Ulm liegt nicht abgelegen, sondern Ulm liegt, obwohl es so weit vom Rhein entfernt ist, wirklich an einer ganz wichtigen, strategisch-militärisch bedeutsamen Stelle. Und man hat damals auch eine neue Art von Festungen gebaut. Nicht eine Festung, die einmal gerade dazu taugt, sich selber zu verteidigen, sondern man hat einen groß angelegten Waffenplatz gebaut, der es ermöglichen sollte, zum einen die Stadt zu verteidigen, die Festung zu verteidigen, aber auch die eigenen Truppen, und zwar große eigene Truppen, in ihren Schutz aufzunehmen. Ein Feind, der eine Festung nicht erobern konnte, konnte ja auch immer um die Festung herum und dann in das eigene Land weitermarschieren. Und wenn die Festung dann keine große Besatzung hatte, hat er sich darum nicht kümmern müssen. Wenn die Festung aber eine große Besatzung hatte, die dann im Rückhalt des Feindes war, dann war ein solches Weitermarschieren, eine Umgehung der Festung nicht mehr möglich. Und in Ulm hat man dies dadurch versucht zu realisieren, dass man nicht nur eine innere Stadtumwallung geschaffen hat, sondern auch Flanken geschaffen hat zum Michaelsberg rauf, wo die Wilhelmsburg als Kernwerk der Festung lag und wo man damit einen ganz großen Freibereich geschaffen hat, in dem Truppen lagern konnten. Und man hat der Festung, dieser inneren Umwallung, auch Außenforts vorgelegt, die in einem engen Abstand zueinander und in einem gewissen Abstand zu dieser inneren Umwallung einen befestigten Freiraum geschaffen haben. Und dieser diente eben nicht nur dazu,
die Angreifer von der inneren Umwallung fernzuhalten, sondern er diente auch dazu, einen befestigten Rückzugs- und Lagerort für eigene Truppen zu schaffen, sodass dann hier nicht nur die Festung als solche, sondern die Festung auch als Standort für eigene Streitkräfte dienen konnte. Das war eine Idee, die in dieser Zeit das erste Mal in dieser Größe, in diesem Rahmen verwirklicht wurde, und auch heute noch gilt Ulm als das größte Festungsensemble dieser Art, das sich in Europa erhalten hat. Und die untere Donaubastion, in der wir hier stehen, ist nur eines von vielen Werken, die damals entstanden ist. Es ist das Werk 24 von über 40 Werken und Anlagen, die damals errichtet wurden. Wir stehen hier in der sogenannten Defensivkaserne, das ist das Reduit, das ist der befestigte Rückzugsort dieses Werkes. Und wenn ich von Werk spreche, bedeutet das, jedes Werk, jeder Teilabschnitt ist in sich selbstständig und eigenständig konzipiert und errichtet worden. Jedes Werk ist wie ein kleines Fort, hat einen eigenen Hof, hat eigene Geschützwelle und hat ein Reduit als letzten Rückzugsort. Und bei der unteren Donaubastion ist dieses Reduit als eine sogenannte Defensivkaserne ausgebaut. Das heißt, eine Kaserne, die nicht nur ein Haus mit einem Dach drauf ist, sondern alle Räume sind hinter meterdicken Mauern, besitzen ein Gewölbe, sodass sie gegen Beschuss geschützt sind. Und obendrauf gibt es dann eine große Erdabdeckung mit einem Wall, hinter dem dann auch wieder Geschütze standen. Und davor ein Hof, einen doppelten Geschützwall mit Graben und das Ganze gegen die Feindseite natürlich am stärksten ausgebaut, aber auch gegen die Stadtseite zu verteidigen. Dieses Bauwerk hat eine Länge von gut 100 Metern und ist damit nicht das kleinste Gebäude seiner Art, das in Ulm damals errichtet wurde. Wir können uns das heute anschauen und da wir nicht die Zeit dazu haben, das ganze Gebäude anzusehen, wollen wir uns den oberen Teil des Gebäudes anschauen. Und dieser obere Teil des Gebäudes steht auch unter Denkmalschutz, aber er ist kein Bestandteil der Festung, sondern er ist ein Bau der 50er Jahre. Dieses alte Festungsgebäude wurde nämlich um 1900 als Festungsgebäude mehr oder weniger aufgegeben. Zuerst wurden hier ab 1870 Pioniereinheiten untergebracht, sodass der Bau als Pionierkaserne bekannt ist. Die Geschützwälle auf dem Dach wurden um 1900 abgetragen und durch eine Kaserne als Aufstockung ersetzt. Die wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und dann wurde 1950 der jetzige obere Abschluss des Gebäudes errichtet, indem man da einen ringsrum verglasten Pavillon als Schulgebäude draufgesetzt hat. 5 Jahre nur nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde hier eine Schule im modernsten Stil zeitgenössischer Architektur errichtet. Unten alles massiv geschlossen, dunkel gewölbt und hier oben ein großer Lichter-Lufter-Pavillon. Und auch der steht heute unter Denkmalschutz. Und dieser Pavillon, der unter Denkmalschutz steht, der bereitet uns als Stadt Ulm Probleme oder ist uns ein sehr großes Anliegen, weil der jetzt inzwischen auch 70 Jahre alt ist, weil er renoviert werden muss und wir ihn einer neuen Nutzung zuführen möchten. Ich möchte Ihnen da ein paar wichtige Gesichtspunkte zeigen. Und wenn man sich das Gebäude so anschaut, könnte man sich natürlich 1000 Sachen anschauen. Wir schauen uns aber nur wenige Punkte an. Was besonders ist an dem Gebäude, wenn man sich das einmal von innen betrachtet, dann ist das nicht das Innere, sondern dann ist das die Aussicht des Gebäudes. Wir stehen hier in einem der Flankentürme, in dem sich in der Festungszeit eine Treppe zum Geschützwall befand. Heute, zuletzt war das Teil aber der Schule. Und Sie sehen diesem Raum an, dass man damit eigentlich nichts anderes anfangen kann, als aus dem Fenster zu schauen. Auf der einen Seite die Ulmer Altstadt hinter den jüngeren Blöcken mit dem Münster im Mittelpunkt, etwas links davon dann der mächtige Herdbrucker Torturm. Dann kommt mit dem Maritim Center eine moderne Neubebauung. Und wenn wir weiter nach links schwenken, sehen wir dann hinter dem dichten Bewuchs die Donau. Und wenn wir noch weiter nach links schauen könnten, dann würden wir dort die grüne Parkanlage der Friedrichsau sehen. Also ein Gebäude, wo man als Besucher eigentlich die ganze Zeit aus dem Fenster schauen möchte. Und man kann sich vorstellen, welche Mühen die Lehrer gehabt haben, ihre Schüler auf die Tafel zu konzentrieren und nicht aus dem Fenster zu sehen. Die schöne Aussicht ist das eine. Das andere, was wir wollen, was bemerkenswert ist und was wir uns anschauen wollen, wir schauen in den Flur, der das Gebäude in seiner Mittelachse durchzieht. Und das ist der einzige Raum
in diesem Gebäude, in jedem Geschoss gibt es einen solchen Flur, wo man einmal wirklich erkennt, welche Dimensionen dieses Gebäude besitzt. Fast 100 Meter geht es geradeaus, immer nur geradeaus. Oben ein schönes Glasdach als Oberlicht, rechts und links die Klassenräume, die sich alle regelmäßig wiederholen, aneinander aufreihen. Original erhalten haben sich auch noch die Wandschränke, rechts und links Klassenzimmer mit einer wunderbaren Aussicht auf die anschließende Bebauung und ins Grüne. Und so zieht sich das hier Meter für Meter das Gebäude entlang. Insgesamt sind es übrigens unten in dem Festungsbereich, meine ich, 36 große Kasematten, 36 kleine Kasematten. Hier oben ist es eine entsprechende Zahl an Klassenzimmern. Und im ursprünglichen Zustand, als das Ganze noch Festung war, konnte man die unteren drei Geschosse mit mehr als 1600 Soldaten belegen, die hier untergebracht waren. Wir werfen einen Blick in das Klassenzimmer. Die meisten dieser Klassenzimmer sind heute noch in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten. Sie haben ihre alten Parkettböden, sie haben einfache abgehängte Decken und für uns als Denkmalpfleger das Wichtigste sind diese Fensterfronten. Denn diese Fensterfronten haben noch ihre originalen stählernen Fenster aus den 1950er Jahren. Und diese Fenster gehören auch zu den Dingen, die uns heute Probleme bereiten, beziehungsweise über die wir nachdenken müssen, denn diese Fenster entsprechen ja nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und wir müssen uns überlegen, wie wir mit diesen Fenstern umgehen. Und damit kommen wir zu dem, was das Hauptthema, das Motto dieses heutigen Tages des offenen Denkmals ist. Dort heißt es ja Chance Denkmal, neu denken. Sprich, wie gehe ich mit einem Denkmal, wie gehe ich mit seiner Substanz um, wenn ich die Denkmalsubstanz nicht nur erhalten will, sondern für die Zukunft fit machen will. Wenn ich da einen Blick in die heutige Baukultur werfe, dann stellt man fest, dass heutiges Bauen im Wesentlichen ja eine Wegwerfkultur ist. Alles, was älter als 30, 40 oder 50 Jahre ist, wird in der Regel nicht mehr saniert, erneuert, sondern wird abgerissen und weggeworfen. Das ist jetzt weder ökologisch noch nachhaltig. Es braucht Energie, es braucht Ressourcen und in jedem Bau, der steht, steckt ja eine Riesenmenge an sogenannter grauer Energie, die ich vernichte, wenn ich dieses Gebäude wegreiße. Und wenn Sie schauen, was heute nachhaltiges Bauen beispielsweise bedeutet, dann bedeutet das für die allermeisten nur, sich zu überlegen, wie kann ich ein solches Gebäude, wenn ich es abreiße, recyceln? Wie kann ich diese Baustoffe nachher sortenrein trennen, damit ich sie möglichst gut entsorgen kann? Aber die Gedanken gehen in der Regel nicht dahin, wie kann ich mit dem, was ich habe, noch möglichst gut etwas Zukunftstaugliches anfangen? Und da ist es gut, wenn einem die Denkmalpflege, sage ich mal, die Auflage macht, zuerst einmal sehr intensiv über den Erhalt nachzudenken und sich Gedanken zu machen, wie gehe ich mit den Dingen um. Nicht nur aus denkmalpflegerischer Hinsicht, sondern auch aus praktischer, handwerklicher Hinsicht und am Ende muss das alles ja auch bezahlt werden. Und wenn ich mir dann solche Sachen genau anschaue, mir viele Gedanken mache, dann komme ich vielleicht zu einer Haltung, die nicht immer nur wegwerfen und Neubauen bedeutet, sondern die wirklich ein Umgehen mit dem Altbestand mit sich bringt. Und da möchte ich Ihnen drei verschiedene Punkte zeigen. Und das eine ist, wie gesagt, sind unsere Fensterfronten. Das sind schöne, praktisch unveränderte Originalfenster von 1950. Das Einzige, was später mal erneuert wurde, sind Teile der Beschläge, der Griffe. Und ansonsten ist dieses Fenster noch komplett so, wie es vor 70 Jahren gebaut wurde. Konstruktiv ist das ein Stahlrahmen, sind zwei Stahlrahmen hintereinander, die als sogenanntes Verbundfenster gedoppelt wurden, sodass ich zwei Scheiben und damit eine wesentlich bessere Wärmedämmung habe als bei einem einfachen Fenster. Ich habe einen Wetterschenkel, der das Regenwasser ablaufen lässt und das Ganze kommt komplett ohne Dichtungen und Plastikteile aus. Und außer, dass man das mal pflegen, anstreichen, ölen oder fetten müsste, sind diese Fenster heute fast alle noch funktionstauglich, sind dicht und schließen und eigentlich werden die auch die nächsten 70 Jahre nochmal funktionieren. Für den heutigen Architekten, Energieberater, Fensterbauer ist das natürlich eine Katastrophe, denn solche Fenster haben eine Verglasung, die nicht den heutigen Ansprüchen entspricht. Da könnte man jetzt mit einer Wärmedämmverglasung, mit Isolierglasscheiben oder anderem noch wesentlich bessere Werte erzielen. Das würde man natürlich gerne tun, aber bei diesen Fenstern ist das Problem, dass ich sehr schmale Stahlrahmen habe und wenn ich da eine dicke Doppelscheibe einbauen würde, dann könnte ich die nicht mehr
vernünftig befestigen, beziehungsweise ich müsste dann den Rahmen ganz entscheidend umbauen. Damit würde ich sehr viel an diesem Fenster verändern müssen, nur um etwas mehr Energie einzusparen, als ich mit diesem Doppelfenster ohnehin schon einspare. Ich könnte auch innen, wie bei einem Kastenfenster, eine zweite Scheibe, eine zweite Fensterfront machen. Dann hätte ich allerdings das Problem, dass ich zwischen dem alten und dem neuen Fenster mir bauphysikalisch, in dem Luftfeuchtigkeit ausfallen kann, Probleme schaffe. Und ich habe das Problem, dass ich dann meine äußeren alten Fenster nicht mehr richtig öffnen kann, weil ja in geringem Abstand hinter dem alten Fenster sich dann das neue Fenster befindet. Das waren Gründe, weshalb wir gesagt haben, wir müssen jetzt nicht unbedingt diese Fenster energetisch verbessern, indem wir eine andere Verglasung hineinbringen. Und da hat uns auch drin bestärkt, dass wir gesagt haben, durch das Fenster geht natürlich viel Energie verloren, aber wenn man das im Hinblick auf das ganze Gebäude betrachtet, ich habe eine große Fensterfläche, aber beispielsweise die Fläche des Daches, durch die ja ebenfalls Energie verloren geht, ist dreimal so groß wie meine Fensterfläche. Das heißt, der erste Aspekt ist, dass ich schauen muss, dass mir die Energie nicht durch das Dach und die Dämmung des Daches entweicht. Und wenn ich das gelöst habe, dann kommt vielleicht erst nachrangig dann mein Fenster hinterher. Oder die Heizungsverteilung. Es gibt lauter ungedämmte Heizungsrohre im Haus, wo man sozusagen durchs offene Fenster raus heizt. Das wären auch Punkte, wo ich sagen muss, wenn ich Energie spare, dann spare ich erst da Energie, indem ich die Haustechnik auf den neuen Stand bringe. Und das Fenster ist dann ein Problem, das hinterher kommt. Deshalb haben wir uns entschlossen, diese Fenster jetzt hinsichtlich des Glases nicht energetisch aufzuwerten, sondern dieses Fenster so zu belassen. Denkmalpflegerisch ist natürlich toll, wenn Sie einen Blick auf die Scheiben werfen. Im Schrägblick sehen Sie, dass die alle so ganz leicht verzogen und wellig sind. Wenn ich die alten Glasscheiben durch ein neues Glas ersetzen würde, dann hätte ich plötzlich glatte Glasscheiben, wo ich ohne Wellen und Brechungen durchschauen würde. Dann würde das völlig anders aussehen als diese alten, ich sag mal frühindustriell gefertigten Glasscheiben aussehen. Und wenn ich auf diese energetische Ertüchtigung verzichte, dann kann ich meine Fenster eben im Bestand und auch in ihrer Erscheinung im ursprünglichen denkmalgeschützten Zustand erhalten. Anderer Aspekt ist, wenn Sie hier hinsehen, ich habe schon mal gesagt, so ein Fenster hat keine Dichtung. Es ist nur deshalb dicht, weil die eine Stahlfront, eine Stahlsteg dicht auf dem anderen steht und auch da, wo ich den Fensterflügel schließe, schließt es einfach dicht, aber es gibt keine einzige Dichtung. Heute braucht man zwei oder drei Dichtungen, früher ging das ohne. Die Folge ist natürlich, dass da Luft durchströmt, Wärme unkontrolliert entweichen kann. Das heißt, normalerweise würde man jetzt versuchen, eine Dichtung einzubauen. Das kriege ich aber bei meinen Stahlfenstern, die ich ja nur einen ganz geringen Spalt von wenigen Millimetern haben, bringe ich da gar keine Dichtung richtig rein. Und wenn ich das hinkriegen würde, dann hätte ich ein dichtes Fenster, dann würde keine Luft mehr unkontrolliert ein- und ausströmen, dann würde aber auch keine Feuchtigkeit mehr mit dieser Luft aus dem Klassenzimmer hinaus transportiert werden. Und sobald ich ein dichtes Fenster habe, müsste ich mich dann auch um eine effektive Lüftung des Raumes kümmern. Das heißt, ich müsste dann entweder wieder im Fenster Zwangslüftungsöffnungen einbauen oder eine kontrollierte Lüftungsanlage im Gebäude installieren. Das heißt, ich gewinne auf der einen Seite natürlich bei meinem Fenster Dichtigkeit, muss auf der anderen Seite aber Undichtigkeit oder Luftwechsel generieren, der mich natürlich einen hohen operativen Aufwand kostet und viel Geld frisst. Und dann ist am Ende dann wirklich die Frage, habe ich damit etwas gespart oder habe ich mir nur viel Aufwand gemacht und habe am Ende zwar etwas Neues, aber nichts wesentlich Besseres wie vorher. In dem Fall haben wir uns dafür entschieden, diese Fenster jetzt hier zu behalten, mit energetisch schlechteren Werten zu leben, mit einem unkontrollierten Luftwechsel zu leben. Aber wir denken, dass wir da mit gutem Gewissen zurechtkommen, auch für die Zukunft. Anders sieht das aus beim zweiten Punkt, das ist die Heizung. Hier befindet sich auch noch die Heizungsanlage der 1950er Jahre dran. Die ist heute an die Fernwärme angeschlossen, aber im Prinzip funktioniert das so wie vorher.
Diese Heizkörper sind jetzt 70 Jahre alt, das heißt, es ist abzusehen, dass die irgendwann nicht mehr ganz dicht sind, dass sich da mal durch Rostfraß irgendwo ein kleines Loch bildet. Und das wäre eigentlich überhaupt kein Problem, wenn das eine normale Warmwasserheizung wäre, dann würde es durch das Loch ein bisschen rauströpfeln, dann würde man auf dem Fußboden einen Fleck sehen und dann wüsste man, dass man da etwas reparieren muss. Aber diese Heizung ist eine Heißdampfheizung. Das heißt, da strömt unter hohem Druck heißer Dampf durch und wenn es da einmal einen Schaden gibt, dann tröpfelt nicht nur warmes Wasser unten raus, sondern dann schießt da ein Strahl mit heißem Dampf in das Klassenzimmer und das ist dann wirklich gefährlich. Das ist dann wirklich einer der größtmöglichen Schäden, die man sich vorstellen kann. Und da haben wir dann gesagt, so schön diese Heizungen auch sind, wir können nicht damit leben, dass die jetzt noch weitere Jahrzehnte in Betrieb sind, in dieser alten Art, um mir sehenden Auges damit leben müssen, dass es vielleicht einen Schaden, der dann ein Personenschaden ist, geben kann. Deshalb haben wir uns hier dazu entschlossen, diese Heizung stillzulegen, in ausgewählten Räumen die Heizkörper zu belassen, dass man das sozusagen museal noch betrachten kann, wie das ursprünglich mal war, und ansonsten aber eine komplette neue Heizung einzubauen. Mit neuen Heizkörpern, die keine scharfen Kanten haben, sodass man die Verletzungsgefahr minimiert hat, die als Konvektoren und vielleicht als Radiatoren auch eine gute Wärmeabgabe haben und die für einen Niedertemperaturbetrieb geeignet sind, der auch im Zuge der Energiebereitstellung wesentlich effizienter und energiesparender ist als diese jetzige Heizungsanlage. Einmal komplett erhalten, einmal teilerhalten mit einem Museumsstück und ich zeige Ihnen jetzt noch eine dritte Variante, wo wir uns entschlossen haben, alles Alte aufzugeben, weil wir für das keine Zukunft mehr sehen. Wir werfen jetzt noch zum Abschluss einen Blick in die Toilettenanlagen, die sich ganz am anderen Ende des Flures befinden. Und diese Toilettenanlagen haben sich heute noch im Wesentlichen im ursprünglichen Zustand erhalten. Da hat man die Kloschüsseln entfernt, hat ein paar zusätzliche Abtrennungen geschaffen, aber eigentlich sieht es noch so aus wie in den 1950er Jahren. Das heißt, dem Denkmalpfleger tut es natürlich weh, wenn man so etwas opfern muss, aber wir stehen vor dem Problem, dass wir in unseren Toilettenanlagen heute zwar die Toilette der 50er Jahre noch vor uns haben, dass sich aber in den Wänden lauter Leitungen befindet, die auch schon 70 Jahre alt sind. Und bei diesen 70 Jahre alten Leitungen ist ganz einfach zu erwarten, dass die nächsten 5 oder 10 oder 15 Jahre diese Leitungen dann undicht werden und wir sie austauschen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt diese Sachen erhalten würden, würden wir doch davon ausgehen müssen, dass wir in unmittelbarer Zukunft diese Sachen vielleicht doch richtig reparieren und richtig reparieren heißt bei so alten Leitungen neu machen müssten. Und das, was wir jetzt erhalten würden, wäre dann eigentlich vergebene Liebesmüh, weil wir das dann in wenigen Jahren oder vielleicht wenigen Jahrzehnten alles komplett wieder rausmachen müssten. Das heißt, auf der einen Seite tut es uns natürlich weh, dass wir uns davon trennen, aber wenn wir eine Lösung für längere Zeit, für die Zukunft haben wollen, die wirtschaftlich und auch ökonomisch und im Hinsicht von Nachhaltigkeit effektiv und zukunftstauglich ist, dann entschließen wir uns hier dazu, diese Sachen komplett neu zu machen. Das sind jetzt so verschiedene Gesichtspunkte, mit denen wir uns beschäftigt haben. Einmal kommen wir zu dem Schluss, dass wir ganz wesentliche Teile komplett erhalten und dafür einzelne Nachteile in Kauf nehmen, uns aber nicht mit neuen Nachteilen belasten wollen. Andere Teile legen wir still und erhalten sie museal. Und die dritten Teile, da haben wir uns einfach keinen anderen Rat gewusst, wenn das dauerhaft sein soll, als dass wir solche Sachen komplett erneuern und damit im Neuzustand für die nächsten Jahrzehnte zur Verfügung stellen. Das sind so verschiedene Aspekte, die man bedenken kann, die man, wenn man so nach heutiger Bauphilosophie vorgehen würde, wahrscheinlich bei allen zu dem Schluss gekommen wird, das machen wir alles radikal neu, damit das alles gleichermaßen eine Chance für die Zukunft hat. Aber ich hoffe, Ihnen habe sagen zu können, dass wenn man darüber nachdenkt und die Vor- und Nachteile abwägt, dass dann eben sehr viele Sachen auch eine Zukunft haben, ohne dass man da groß Hand anlegen muss. Und das, denke ich, ist im Sinne unseres Mottos, das den heutigen Tag des offenen Denkmals bestimmt. Das ist eigentlich die wesentliche Aussage, dass es gut ist, wenn wir uns selber zwingen und wenn wir das nicht hinbringen, wenn uns die Denkmalpflege dazu zwingt, sich mit den
Sachen, die wir vor uns haben, mit den Sachen, die wir aus unserer Vergangenheit übernommen haben, wenn wir uns damit sehr intensiv auseinandersetzen, nicht nach vorgefertigten Bildern schnelle Lösungen finden, sondern uns für jeden Einzelfall die Argumente für und wieder abwägen und dann zu einer Lösung finden, die nicht nur denkmalpflegerisch korrekt, sondern auch effektiv und nachhaltig ist. Und wenn die Denkmalpflege uns dazu zwingt, dazu bringt, dann hat sie da einen sehr großen Nutzen, nicht nur für die Denkmalpflege, sondern für alles, was wir in unserer Gesellschaft tun. Damit möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie zugehört haben, zugeschaut haben, mir durch dieses schöne Gebäude gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und interessanten Tag des Denkmals auf den anderen Kanälen, wo Sie historische Kulturdenkmäler betrachten möchten. Und ich darf zum Abschluss auch der Deutschen Denkmalstiftung nochmal meinen Dank sagen dafür, dass Sie sich nicht nur für den Tag des Denkmals, sondern für den Erhalt unserer Kulturdenkmäler einsetzt. Vielen Dank und auf Wiedersehen.